Ich wundere mich über die Tatsache, dass jetzt die Forderung einer quantitativen Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes gestellt wird. Wenn man weiß, dass in den letzten 50 Jahren der Geschichte der Entwicklung der Pflanzenschutzmittel und auch der Entwicklung der verbesserten Pflanzenschutzmittel die Reduktion von Risiko nicht dadurch gekommen ist, dass man einfach plumpe quantitative Reduktion gemacht hat, sondern durch technischen Fortschritt.